Hallo, da sind wir mal wieder quasi live aus Straßburg, Ska und Jan von der Plenarsitzung im Europäischen Parlament. Und diese Woche war es echt schwer, richtig durchzukommen zum Plenarsaal, weil da standen dann so orangene Röhren und alles war abgesperrt am Anfang. Und plötzlich haben sich alle darüber aufgeregt. Was war da los, Ska? Ja, das ist eigentlich völlig unglaublich. Da hat nämlich die Shale-Gas-Lobby, also die Schiefergas-Lobby, was ganz Furchtbares, haben zusammen mit den Konservativen da so eine Aufstellung gemacht, wie toll Schiefergas ist. Konnte man das so voll interaktiv durchnehmen. Genau, die haben gesagt, wie toll das ist. Und hatten auch so junge Damen in so kleinen kurzen Röcken, die dem Infomaterial ausgeteilt haben. Und Schiefergas ist nämlich eigentlich voll scheiße. Ist voll gefährlich für die Umwelt, voll gefährlich für die Menschen. Und interessanterweise, die haben die Ausstellung gemacht und gleichzeitig stimmen wir hier ab, heute über Schiefergasberichte. Also unglaublich, unglaublich viel Geld reingesteckt. Genau, voll Lobbyismus, wie es nicht sein sollte. Ja, wie, ne? Da haben bestimmt viel Geld für ausgegeben und Geld regiert die Welt, wie wir sehen. Geld regiert ja auch die Europäische Union. Nämlich zum Beispiel gibt es beim Geld immer das Thema MFF. Was ist denn das überhaupt? MFF. Ja, MFF, das ist wirklich, und auf Deutsch MFR, der mehrjährige Finanzrahmen, also Multi-Annual Framework, Financial Framework, der bestimmt sozusagen, wie wir die nächsten 7 Jahre sind es, glaube ich, unser Geld ausgeben wollen in der Europäischen Union. Also welches Geld die EU zur Verfügung hat, ne? Von den Mitgliedstaaten ist ja so etwa 1% der Mehrwertsteuer, kann man sich so sagen. Und das ist im Grunde genommen derzeit für die Herausforderungen, die wir sozusagen zu bewältigen haben, viel zu wenig. Also sagt das Europäische Parlament gemeinsam mit der Europäischen Kommission, pass auf, wir brauchen mehr Geld für Forschungsrahmenprogramme, zum Beispiel fürs Erasmus-Programm und so weiter. Und da kommen plötzlich Deutschland, Großbritannien und andere und sagen, ja Moment mal, wir haben eine Krise, also hier mit Haushalt ausbauen, das geht schon mal gar nicht. Und darüber hinaus, jetzt muss eigentlich gekürzt werden. Also, wo spart man am einfachsten und am ehesten? Natürlich bei Europa. Also das ganze Gerede von mehr Europa in den Sonntagsreden von Merkel und Co. ist eigentlich nur geheuchelt. Letztendlich geht es ihnen dann nur um die eigene Haut. Und dann streichen sie jetzt zum Beispiel sogar das Erasmus-Programm. Das wird natürlich schwierig. Hier im Europäischen Parlament lehnt man sich meines Erachtens und nach Meinung der Grünen zu Recht dagegen auf und will das so nicht annehmen. Ja? Und da steckt natürlich aber viel, viel mehr noch drin in dieser Auseinandersetzung zwischen Rat und Parlament, wo jetzt der Rat der Staats- und Regierungschefs gerade in Brüssel sitzt und drüber verhandelt und so. Da gibt es natürlich noch ganz viele Einzelprogramme und da warst du ja auch im Innenbereich ziemlich dran beteiligt. Wie sieht es denn da aus? Ja, ne, 1% vom Bruttoinlandsprodukt, mehr wollen die Staaten gar nicht rüberwachsen lassen, obwohl sie Europa immer mehr Aufgaben aufdrücken. Aber wir sagen ja nicht nur als Grüne, wir wollen mehr Geld, sondern wir haben da durchaus auch was, was wir streichen könnten. Zum Beispiel im Innenbereich werden mir da einige Projekte einfallen, die gar nicht so sein müssen. Zum Beispiel Eurosur, ne? Europäische Grenzüberwachungssysteme mit viel Technik, Satelliten, Drohnen etc. Alles zur Flüchtlingsabwehr, kostet unglaublich viel Geld. Weg damit, schon wieder was gespart. Oder das Smart Borders Packet, also das Paket der intelligenten Grenzen, wo dann automatische Grenzkontrollen stattfinden werden, wieder super Technik etc. zur Aussortierung von verschiedenen Menschen, brauchen wir nicht. Schon wieder 1 Milliarde eingespart. Also da gibt es durchaus Stellen, wo man durchaus viel einsparen kann. Ne? Aber Jan, ich mache mir langsam Sorgen. Ne? Du siehst so bleich aus, du kommst nie aus dem Büro raus, außer jetzt für die 5 Minuten Video. Was ist los? Was machst du die ganze Zeit? Ja, wir sind voll beschäftigt. Ich bin eigentlich die ganze Zeit nur beschäftigt mit dieser Datenschutzreform. Ne? Und da arbeiten wir jetzt halt gerade Tag und Nacht an Änderungsanträgen. Wir müssen ja einen Bericht vorlegen als Berichterstatter. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Am 10. Januar werden wir es nun also alles endlich veröffentlichen. Alle warten drauf. Und dann stürzen sich quasi die Lobbyisten da drauf und zerreißen alles oder so. Und wir haben jetzt hier auf der Plenarsitzung auch eine Debatte, und zwar über einen Teil dieser ganzen Reform, nämlich den Bereich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit. Welche Datenschutzregeln sollen da gelten? Da wollen wir als Parlament, dass es endlich Mindeststandards im Rahmen einer Richtlinie gibt. Das will der Rat aber nicht. Die sagen, ne, wieso? Unsere Datenschutzbestimmungen im Bereich Polizei, Justiz, die sind doch alle super. Sind sie natürlich nicht. Und außerdem wollen wir gar nicht, dass das Parlament uns da reinredet. Ja? Und da gehen wir jetzt langsam auf die Barrikaden als Parlament, sagen, also so geht's nicht, lieber Rat, wir müssen endlich mal dran arbeiten. Und wenn ihr nicht an den Datenschutzgrundlagen arbeitet, dann kommen wir nämlich langsam mal auch mit den Problemen auf der anderen Seite, wenn es zum Beispiel um solche irrwitzigen Projekte wie zum Beispiel das EU-PNR-Programm geht, ne, wo ja alle Fluggastdaten aller Europäer
gesammelt werden sollen. Übrigens auch ein Projekt, das in diesem Programm mit 5 Millionen oder nee, noch 5 Milliarden, glaube ich sogar, mit drinsteht in deinem MFF-Innenprogramm. Ja, also es ist quasi schon von den Konservativen mit reingenommen worden, weil sie sich denken, naja, das wollen wir. Aber da sagen wir jetzt, also das geht nicht. Wir können solchen Projekten natürlich auch nur zustimmen, wenn es auf der anderen Seite verbindliche Datenschutzbestimmungen gibt. Und darüber diskutieren wir jetzt mit dem Rat, denke ich mal, noch mal ein paar Wochen, bis sich irgendwie ergibt, in welche Richtung das geht. Und dann schauen wir. Aber ich werde schon noch wieder rauskommen und an Weihnachten haben wir es geschafft. Also bis dahin müssen wir durch sein, dann dürfen die Übersetzer arbeiten, die dürfen dann keine Weihnachtsferien machen. Naja, so ist das mit den Übersetzern. Die sitzen ja sowieso irgendwo in Luxemburg in so einer dunklen Kammer. Na gut, aber Stichwort irgendwo ist irgendwas. Die Überleitung war jetzt bescheuert. Du hast ein anderes Thema. Genau. Auf der Tagesordnung. Morgen stimmen wir nämlich ab über den Kasachstan-Bericht. Das ist eigentlich ein extrem relevanter Bericht, aber wäre jetzt nicht so in der Öffentlichkeit. Da geht es darum, dass das Parlament der Kommission Empfehlungen auf den Weg gibt, wenn sie verhandeln mit Kasachstan über ein Handels- und Kooperationsabkommen. Das wird morgen also abgestimmt und wir Grüne haben da auch Änderungsanträge vorgeschlagen, um zu sagen, wenn eben es keine Menschenrechtskapitel zum Beispiel gibt, keine Menschenrechtsprovisionen, dann sollten wir als Parlament dem überhaupt gar nicht zustimmen. Und das haben uns auch NGOs gesagt, dass sie das sehr toll finden, dass wir solche Änderungsvorschläge da machen. Aber jetzt kommt eben noch dazu, dass gerade jetzt die kasachische Regierung oder der kasachische Staatspräsident himself jetzt Verbotsantrag gestellt hat gegenüber, also gegen ungefähr 40 Zeitungen, Blogs etc. soll alles verboten werden, weil diese Sachen ihm zu unabhängig sind und er sagt, sie rufen zu Hass und so weiter auf. Und das hat auch damit zu tun, dass diese unabhängigen Blogs und Zeitungen etc. über den Streik der Ölarbeiterinnen und Arbeiter berichtet haben, wo es ja ein krasses Massaker gab vor einem Jahr. Also super komplizierte Geschichte und jetzt kocht das alles gerade hoch. Und wir hoffen also, dass das nochmal zumindest dazu beiträgt, dass sich Leute Gedanken machen, unsere Änderungsanträge dann doch den zuzustimmen und das aufzunehmen, weil es ganz klar, wenn wir mit Kasachstan verhandeln, müssen da strenge Menschenrechtskriterien rein, sonst funktioniert das alles nicht. Tja. Alles klar, dann wollen wir mal dran weiterarbeiten. Ja, ne, im Dezember haben wir noch eine Straßburg-Sitzung und dann ist sowieso vorbei. Die letzte, für immer. Dann ist Weltuntergang, genau. Aber vorher melden wir uns dann nochmal. Ne? Bis dahin. Bis dann. Tschüss.